Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Crew. Ich muss mich jetzt schon mal im Voraus ein bisschen entschuldigen, denn ich habe zwischen der letzten Aufnahme und der hier ein bisschen gespielt mit meiner Crew. Einen einzigen Abend und bin schon Level 47. Darum tut mir leid, die Teile, die wir jetzt gewinnen, ja, die bringen uns einfach nichts mehr. Aber dafür habe ich ein paar schöne Autos. Ja, wir müssen zur Geländeausstattung wechseln, das war mir klar. Weil ich bin gestern noch Fraktionsrennen gefahren. Stell dir vor, was die 510-Bosse machen, wenn wir nicht zahlen. Weißt du, unsere Köpfe, ein Topf, Formaldehyd, volles Programm. Das klingt ja gut. Oh, hört sich nett an. Die Kerle sind Adrenalin-Junkies. Ein Haufen Idioten mit mehr Geld als können. Es sollte dir nicht schwerfallen, sie komplett auszunehmen. Na, wenn es nach Level geht, dann sowieso nicht. Weil unser Auto ist einfach mal viel higher levelt. Gewinn das, wenn du atmen willst. Oh, danke. Wenn ich atmen will. Ne, aber ich habe halt ein bisschen gefahren. Und auch ein paar Fraktionsmissionen. Weil ich einfach da ein paar Pünktchen bekommen habe, dass wir jeden Tag Geld bekommen. Und deshalb bin ich jetzt leider schon Level 47. Was so einen schönen kleinen Trick gibt, wo man innerhalb von knapp 2 Minuten ruhig mal von Level 40 auf 42 hochgehen kann. Und dabei noch viel Money scheffeln kann. Wow, wow, wow. Wir haben ein bisschen mehr Leistung zwar, aber wir rutschen dafür wie noch was. Komm schon. Du fällst zurück, Mann. Ja, ich weiß. Erik. Mach es mir keine Probleme, okay? Keinen Stress hier. Ich schaff das schon. Irgendwie. Ich müsste über die drüber springen können, so schnell bin ich. Oh, komm mal auf, so geil an. Muss mich der in die Wiese. So, was ist noch der Mini Cooper? Den kennen wir doch auch noch. Das ist ein kleiner, wendiger Mini Cooper. Yes, da sind wir vorbei. Oder auch nicht. Die sind nicht so scheiße. Ist relativ gut, Erik. Ja, ich drück durch. Danke. Also er hat echt ein bisschen Stimmungsschwankungen. Ah, komm schon. Unser Auto ist viel schneller als sie. Warum hängen die einfach nicht nur zum Arsch? Wir müssen die eigentlich voll abhängen. Oh, Rettungshelikopter. Gut, dass er früher da war, weil sonst hätten wir vielleicht noch den zu rettenden überfahren. Ja, ich gebe ja schon Gas. Komm, da vorne ist das Ziel. Oh, der Mini Cooper kommt nochmal. Mini Cooper will kontern. Aber das haben wir in der Tasche. Sieg und Geld für Erik. Mission erfüllt. Was ist denn da hinten? Die Partikel? Als ob ein Helikopter in der Luft wäre. Ja, Tuning-Teil. Minus 13. Das bringt uns so einfach so gar nichts. EP kriegen wir auch keine mehr. Sondern nur Geld. Wow. Auch gut. Wir kriegen gar keine EP mehr für die Rennen. Weil einfach viel zu high leveled sind. Danke, Mann. Weiter so. Ein paar Leute von mir versuchen, den Dieb zu finden, der das Geld gestohlen hat. Also, sag Bescheid, wenn du irgendwas hörst. Mach ich ganz klar, Erik. Ja, klar. Mach ich da den Helikopter? Oh, was ist da weg? So heiße ich. Alex. Harry schleicht sich weiterhin aus dem HQ. Er weiß, dass du ihn sprechen möchtest, aber er weicht dir aus. Harry ist ehrlich, das weiß ich. Vielleicht, aber ich will nichts riskieren. Okay, ich schnapp ihn mir. Och man, Harry, was machst du mal für Müll? Ist mal ernsthaft. Erst hast du eine Freundin und dann auch noch sowas. Ah, hier hinten wäre die Mission, glaube ich, ne? Nee, ist was anderes. Das wär's. Aber wir fahren zuerst. Hier unten schmutziges Geld. Kann ich mich irgendwie hinwarpen in die Nähe? Kann ich, okay, ich kann mich hier hinwarpen. Dann muss ich nicht so weit fahren. Ein Rennen in Washington. Klingt gut. Vergiss den ganzen Kleinvieh, macht auch Mistscheiß. Wir müssen viel mehr rausholen, wenn wir das Geld rechtzeitig zurückzahlen wollen. Du hast sicher schon eine Idee. Würde ich denn sonst anrufen? Oh, Erik hat eine Idee. Ja, das ist mein Rennwagen.
Okay, ein Challenger. Ist jetzt natürlich jetzt blöd, dass wir die Sachen nicht mehr sehen, aber naja, ich kann einfach in dem Tuner zeigen, was es alles gibt. Denn mehr als kleine Animation, wo die Sachen reinkommen, gibt es da auch nicht. Ist halt nichts Besonderes. Gut, da fahren wir immer hier kurz zum Rennen. Ist zwar Street, aber so bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Weil einfach beschleunigt hier noch was. Wir wollen sehen auch eine Fraktionenmission. Aber die machen wir jetzt nicht, sondern wir machen hier in der Story weiter. Sputziges Geld. Und wir wechseln wieder zum Straßenauto, natürlich. Weil wir brauchen hier für Straße. Und wir haben einfach mal 667, wir brauchen 192. Voller Geld. Könnte gleich überall groß schmutziges Geld draufschreiben. Ja, großes Problem in der Gegend. Das zu viel Geld-Syndrom. Alter, Eric ist so geil einfach nur. Eric und Alex zusammen sind die beste Kombination. Das zu viel Geld-Syndrom. Ja, bieten wir ihm unsere Bank an. Vergeigt das nicht. Nee. Ach, das ist eine Raid-Mission. Oh nein. Okay, jetzt konnte ich doch vergeigen. Ich hasse Raid-Missionen. Aber echt, Eric und Alex zusammen. Beste Kombination. Ja, mach ich, Eric. Ich bleib dran. Er fährt durch Washington. Das ist die Ironie dahinter. Wir wollen Bank spielen, er fährt durchs Bankenviertel. Du bist so nett zu ihm. Ich weiß, ich bin halt ein netter Mensch. Ich kann nichts dazu, Eric. Lass mich. Es muss auch nette Menschen auf der Welt geben. Aber komm. Der hat sau viel Leben. Warum hat der so viel Leben, verdammt? Halt dich nicht zurück! Du versaust es! Nein, tue ich nicht. Okay, vielleicht doch. Was? Warum setzt du mich hier zurück? Ernsthaft, hör auf, mich so scheiße zurückzusetzen. Oh mein Gott, ich starte das Ding neu. Raid-Missionen. Töte den, töte diesen. So nervig. Mach ich. Also ich hoffe's. Verlierst du ihn? Du verlierst ihn! Nein, tue ich gar nicht. Jetzt halt dein Maul. Super, bleib dran! Warum soll ich ihn verlieren? Jetzt mal ernsthaft. Er fährt einen hässlichen Camaro. So einen verliere ich nicht. Nein! Natürlich treffe ich ihn nicht. Warum sollte ich denn auch? Es kommen die Pötte Challenger. Meine Fresse. So Kill-Missionen sind extrem nervig. Nein! Wohin fährst du? Oh, natürlich. Ans Heck ran, aber man trifft nicht. So. Ja, bleib an dem Kerl dran. Hast du schon ein bisschen Leben abgezogen bekommen, hast du nur noch 15. Ich werde dich doch wohl irgendwann kriegen. Was? Warum bremst du da so? Alter. Und das lässt mich wieder so scheiße zurück. Ey, komm. Hätte er nicht so scheiße abgebremst, hätte ich voll reinfetzen können. Locker biegt jetzt wieder irgendwo hin ab. Nee, tut er nicht. Bam. In den Arsch. So. Jetzt spielen wir ein bisschen Bank miteinander. Ich bin die Bank, du bist der Zahler. Mission erfüllt. Endlich. Aber nur Bronze, aber es bringt uns sowieso nichts, weil die Teile wären auch bei Gold viel zu schlecht für uns. 0 P, ein bisschen Geld. Ja. Wesentlich steige ich so jetzt nicht im Level auf. Hallo Eric. Hast du ihn? Ja, hab ihn.
Gut, ich hol das Zeug ab. Jetzt zurück an die Arbeit. Ey, Eric, sei doch nicht so assi jetzt. Wir könnten so coole Freunde sein. Nein, fast okay. Guck mal, Missionsjournal. Was haben wir denn? Nur noch der Schatten? Auch eine Blitzreise hin. Ich will sehen, wie es weitergeht. Dann machen wir einfach eine Schnellreise. Hi Alex, Zoe sagt, du suchst mich. Was ist? Ja, ich wollte nur mal fragen, ob es dir gut geht. Klar, wie immer. Kein Problem mit deiner Braut oder so? Braut? Alex, Mann, ich hatte schon ewig keine Lady mehr. Die Besten sind tot oder im Knast. Echt? Keine mal so nebenher? Nicht im Moment. Was willst du, Alex? Ah, nichts. Vergiss es. Er hat keine... Was? Er hat keine Freundin? Wer war dann das letzte Mal? Jetzt ernsthaft. Okay, Harry. Harry, du warst immer cool. Bitte vergeig's jetzt nicht, okay? Ich mag Harry, dich. Können wir uns treffen? Sorry, ich bin gerade beschäftigt. Womit denn? Ich muss los. Ich ruf bald zurück. Ah. Zoe, ich sehe mir Harry mal an. Okay, halt mich auf dem Laufenden. Ich muss Harry aufspüren. Och man, echt jetzt. Muss Harry... Ich mag Harry doch. Bitte, Harry macht keine Scheiße. Ich will nicht, dass unsere Beziehung den Bach runtergeht, so wie ich hier gerade. Okay, das starte ich lieber neu. Das kann ich vergessen. Wenn ich so einen Müll zusammenfahre, kann ich es doch gleich vergessen. Ich muss Harry aufspüren. Ja, müssen wir. Aber zuerst mal müssen wir hier überleben und nicht die Klippe runterfallen. Ich hasse rutschende Geländefahrzeuge. Ach man, schon wieder da runter. Ernsthaft, muss das sein? So, war gerade. Geländefahrzeuge finde ich nicht die schlimmsten. Rally ist cool. Weil ich bin jetzt gestern, ja, muss ich sagen, die letzte Aufnahmesession war samstags. Samstags nachmittags. Jetzt haben wir Sonntagmorgen. Und ich bin mit meiner Crew nämlich ein bisschen rumgefahren, habe halt Missionen gemacht und sowas. Und wir sind auch mal mit Rally-Fahrzeugen Offroad durch den Grand Canyon gebrettert. Von der mexikanischen Grenze bis nach Seattle oben. War ziemlich cool. Und Rally-Autos sind eigentlich auch ziemlich geil zu fahren. Weil die driften nicht so arg und die sind ziemlich gut fürs Springen. Also mein absolutes Lieblingskit bisher: zuerst Rennen, dann Rally, dann Performance, Street und dann das Gelände. Der Gelände kotzt mich richtig an. Durch dieses Rutschen hier, das ist einfach so enorm nervig. Ah gut, gehen wir mal ein bisschen Stoff. Damit wir auch den Checkpoint erreichen in der Zeit. Und die Musik ist mal wieder ziemlich cool. Also echt, Musik und sowas in Rennen haben sie gut gemacht. Muss er ihn lassen. Die Soundkulisse gefällt mir ziemlich gut. Auch von den Autos her. Den geilsten Motorsound, finde ich, hatte bisher der kleine Mini Cooper. Das ist einfach so geil. Der röhrt da vor sich hin, als hätte er einen V8 unten drin sitzen. Ist einfach so übel. So, bin ich ja schon rum. Noch 2,7 Kilometer. Ah, da war noch nicht unbedingt hier die ganzen Zäune mitnehmen. Ist unpraktisch. Da war uns nächste Checkpoint. Wir haben locker easy Zeit. Gut, wo ist der nächste? 600 Meter noch. Ah, das ist komisch. Harry hat sich mit jemandem getroffen und er sagte, er hätte niemanden. Er ist generell so komisch. Och man, Harry. Erzähl mir doch, was los ist. Jetzt haben wir, Harry jetzt neu bekommen. Jetzt will ich nicht, dass wir Harry schon wieder verlieren. Ah, Mann, nicht rumdrehen. Komm, gib nicht rum. Nimm Stoff, da vorne ist der Checkpoint. So, noch schön den Checkpoint mitgenommen. Fast da. Ja, der ist fast da, ne? Der nächste Checkpoint ist schon das Ziel. Aber die Zeit wird ein bisschen eng. Komm, gib Stoff. 50 Sekunden.
Oh, jetzt über der 10-Sekunden-Marke. Mission erfüllt. Silber, was uns gar nichts bringt, weil selbst das Silberteil wieder minus 21 hat. EP gibt es dafür auch nicht, sondern nur Geld. Aber jetzt mal gucken. Harry, was ist los? Du könntest mit Harry recht haben. Tut mir leid, Alex, das wollte ich nicht. Was ist los? Weiß nicht genau, aber es sieht nicht gut aus. Er will mir einfach nichts sagen. Ja, warum? Alex, warum gehst du nicht hin und guckst nach, was wirklich los ist? Hi Alex, was hält dich auf? Also, ich reiß mir den Arsch auf, um die Schulden von so einem Psychopathen zu begleichen. Ich bin sauer auf Harry und brauche dringend eine Dusche. Ich hocke schon seit Tagen in der Kiste. Reiß die Zähne zusammen. Es gibt noch mehr Arbeit. Check deine Karte und bleib am Ball. Zoe out. Ja, bevor du eine Dusche brauchst, brauchst du erstmal wieder ein bisschen Benzin. Weil, naja, so viel wie wir fahren, haben wir doch locker nichts mehr im Tank, ist mir ernsthaft. Okay, frischer Tat. Okay, machen wir noch eine kurze Mission. Wir haben noch genug Zeit dafür. Und es wird wieder eine Ausstattmission. Ganz toll. Erinnerst du dich an die gestohlenen 510-Schlitten? Meinst du die, für die ich gerade Geld zusammenkratze? Meine Leute haben gerade einen davon gesehen. Hol ihn dir! Gut. Schnappen wir uns mal den kleinen Sack, der da diesen Wagen fährt. Was fährt er denn? Der kann von mir aus krepieren. Ich will den Wagen. Übrigens, je toter er ist, desto besser fühle ich mich. Ja, gut. Mach den Kerl alle. Aber ich will ihn nicht killen. Ich will ihn nur zum Stehen bringen. Was schwer werden kann, weil ich und Raid-Missionen sind nie so gut. Hier ist auch noch Gelände. Oh Mann. Schlimmste Kombi. Es kommt. Der hat 45 Leben. Ich muss den schrotten. Gib schon auf. Wie ist das? So, wir sind schon mal abgezogen. Wohin fährst du, Junge? Alter, jetzt bleib doch mal da. Was fährst du wieder für Müll zusammen? Du fährst ja schlimmer als ich. Und das ist schon selten in Geländeautos. Ach komm, ich muss rankommen. Ich hab noch mehr davon. Von was denn? Von Stoßfängern? Ich hab noch 2 Minuten Zeit. Er ist schon gelb. Also im Moment läuft es gar nicht so schlecht eigentlich. Komm, ein bisschen aufholen. Und hier rein. So, da bist du. Oh, er hat noch ein Leben, ist mir ernsthaft. Er überlebt wieder mit einem Leben. Komm, einmal leicht hinten anditschen. Nein, komm rum. Alter, der muss nur noch einen Reifen abbekommen, dann ist er tot. Jetzt zieh, Challenger. Was? Ich hab dem so keinen Schaden gemacht. Was zur Hölle? Warum? Jetzt mal ernsthaft, ich bin hier voll vorne auf die Achse drauf gebrettert. Aber klar, ich mach dem keinen Schaden, hm? Komm her jetzt. Endlich. Oh Mann. 1 Minute vergeudet. Weil ich ihm keinen Schaden gemacht habe. Mission erfüllt. An dem ersten Versuch sogar. Ich bin voll verwundert. Ja, minus 14 bringt das Teil wieder. Bisschen Geld. EP gibt's nicht dafür. Jetzt mal gucken, wo hat das scheiß gestohlene Auto her? Nimm was du willst und lass mich gehen. Woher ist der Wagen? Was? Ich, gekauft. Von wem? Der Mann, ich glaube, er hieß Harry? Hau jetzt ab und bleib weit weg. Oh nein, nicht... Hast du den miesen Dieb? Sorry, er ist entkommen. Gottverdammt! Oh, fuck. Ja, mein Problem. Welches? Der Typ, der die 510-Wagen geklaut hat. Es war Harry. Wow. Sicher? Ja. Eine Ahnung, warum? Muss was mit der Frau zu tun haben, die bei ihm war. Ich grab weiter. Oh, fuck, nein.
Och, nicht ernsthaft. Oh, Harry. Scheiße, was machen wir jetzt? Wenn Eric herausfindet, dass Harry es war, bringt er den um. Ach, fuck. Gut, Alex, wir müssen uns was überlegen. Dringend. Okay, hier haben wir eine Mission. Kaninchen bauen wir sonst noch irgendeine Mission? Hier oben noch? Ne, ist die Herausforderung wieder. Haben wir echt nur die Mission? Oh nein. Warum immer Harry? Und was hast du vor mit Harry? Also, das ist mein Plan. Erstens zu ihm fahren. Zweitens ihn fragen, was zum Teufel los ist. Dazu muss ich ihn natürlich erst finden. Beim dritten Teil kann ich helfen. Der hat ja noch den. Genau, wir haben ja noch den Störsender bei ihm dran. Eigentlich den Störsender, den kleinen Anfänger. Aber mit Harry geht es dann erst in der nächsten Folge weiter. Wo wir dann ein bisschen gucken müssen, wie wir das mit Harry alles lösen, weil, naja, Harry steckt minimal in der Klemme. Minimal. Gut. Dann geht's nächste Mal weiter mit Harry bei der Crew. Wir sehen uns dann. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch bitte eine Bewertung und einen Kommentar. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Bis dann. Ciao.